Liebe Studierenden, ich begrüße Sie zur ersten Online-Vorlesung meines Lebens. Vermutlich ist es nicht die erste Online-Vorlesung Ihres Lebens. Ich bin gespannt, wie das im Verlauf des Semesters klappen wird. Ich wünsche uns natürlich allen, dass das wunderbar funktioniert und dass wir reibungslos, möglichst reibungslos durch dieses Semester kommen werden, dieses Corona-Semester. Was werden wir in diesem Semester besprechen? Wir sind gerade bei der Einführungsveranstaltung, wo ich Ihnen versuche, einen kurzen Überblick über die Inhalte der Veranstaltung in diesem Semester zu geben. Wir werden dann Grundfragen der Testtheorie und Testkonstruktion klären. Worauf müssen wir achten? Was sind relevante Konzepte, wie zum Beispiel Validität, Objektivität, Reliabilität? Wir werden aber auch die Schritte der Konstruktion psychologischer Tests uns anschauen. Was müssen Sie nacheinander, welche Schritte müssen Sie durchlaufen, um zum Schluss ein möglichst gutes und valides Messinstrument zu haben, um bestimmte psychische Merkmale messen zu können. Dazu gehören auch, dass wir uns Gedanken machen zur Itemkonstruktion. Was sollten wir tun? Was sollten wir beachten? Doppelte Verneinungen wären zu vermeiden, natürlich eindeutige zustimmende Aussagen. So etwas wäre wichtig. Wie viele Antwortkategorien sollten Sie vorgeben? Und danach werden wir uns dann an die eigentlichen testtheoretischen Modelle begeben. Das sind also Modelle, Vorschriften, wie Sie von den Antworten, die die Probanden gegeben haben, also ihre Reaktion auf Reize, wie Sie vorschriftsgemäß aufgrund des Antwortverhaltens auf das zugrunde liegende psychische Merkmal schließen können. Wir werden uns zunächst unidimensionale Modelle für dichotome Antwortvariablen anschauen, und ganz prominent das Rasch-Modell. Dann erweitern wir diese Modelle und schauen uns eben Modelle für geordnete Antwortkategorien an, also von den dichotomen nur Ja, Nein oder Falsch-Richtig. Möglichkeiten, Zustimmung, Ablehnungsmöglichkeiten zu geordneten Antwortkategorien von überhaupt nicht, ein bisschen halbwegs eher mehr oder ganz stark. Das wären geordnete Antwortkategorien und dann eben unidimensionale Modelle für metrische Antwortvariablen, also kontinuierliche Variablen, wo Sie zwischen zwei Zahlen im Prinzip unendlich viele weitere Variablen, Zahlen vorliegen haben können. Merkmalsausprägung vorliegen haben können. Das sind dann die Modelle der sogenannten klassischen Testtheorie. Die passen wunderbar zu dem, was wir bisher in der Statistik besprochen haben, nämlich zu den Regressionsanalysen und Korrelationsanalysen beispielsweise. Das Ganze kann man dann erweitern auf mehrdimensionale Testmodelle. Sie können also nicht nur eine Dimension, ein Merkmal messen, sondern gleichzeitig mehrere Merkmale innerhalb ein und desselben Testverfahrens. Wie das aussieht, werden wir uns anschauen. Und dann kommen wir zur Interpretation und Normierung von Testwerten. Wenn Sie denn dann einen Testwert vorliegen haben, einer Person, einer Patientin, eines Patienten, wie können Sie denn diesen Testwert interpretieren? Was bedeutet der? Wo liegt denn beispielsweise diese Person im Vergleich zu den anderen Personen? Das wäre die Frage der Normierung. In der Psychologie kennen wir ganz unterschiedliche Erhebungsmethoden. Sie werden sie in der Einführung in die Forschungsmethoden höchstwahrscheinlich kennengelernt haben. Wir unterscheiden zum einen zwischen der Selbst- und Fremdbeurteilung als Beurteilungsverfahren, als Ratingverfahren. Dann können wir Verhalten als solches messen tatsächlich. Oder wir können in der Physiologie biologische Marker im Prinzip messen, die uns Auskunft über das menschliche Erleben oder aber eben auch über das Verhalten geben sollen. Im Rahmen der Selbst- bzw. Fremdbeurteilung können wir unterscheiden zwischen Beobachtung, das heißt, bestimmte Experten beobachten Probanden, teilen diese ein hinsichtlich verschiedener Verhaltensklassen, Könner, Nichtkönner, eine sicher gebundene Person, eine unsicher gebundene Person. Wir können Gespräche führen, um an Merkmalsausprägung zu kommen. Wir können schriftliche Befragungen durchführen. Also beispielsweise, wenn Sie im Bus über Ihr Mobilitätsverhalten interviewt werden. Oder wir können Fragebogen vorlegen, und das ist schon eher, geht das Richtung
in Richtung der Themen, die wir tatsächlich in dieser Veranstaltung besprechen werden. Sie können also hinsichtlich bestimmter Persönlichkeitseigenschaften befragt werden. Und relevant ist hier der Unterschied zwischen Fragebogen und Tests ist, dass bei Fragebogendaten es keine richtigen und falschen Antworten gibt, sondern sie hinsichtlich ihrer Einschätzung bestimmter psychischer Merkmale, Einstellungen, Präferenzen gefragt werden und diese in sich sozusagen gut und richtig sind. Also es ist weder schlecht noch gut, besonders extravertiert zu sein. Es ist weder schlecht noch gut, besonders neurotisch zu sein, sondern das sind einfach Merkmalsausprägungen, die bei Ihnen vorliegen. Aber auch diese Fragebogenverfahren werden im Prinzip mit Modellen der Testtheorie analysiert, um zu prüfen, ob die Fragebögen vernünftig arbeiten, ob sie herangezogen werden können, um menschliches Erleben und Verhalten adäquat abzudecken. Sie kennen sicherlich auch textanalytische Methoden. Das sind Methoden, wo aus vorhandenen Texten Hinweise auf Merkmalsausprägungen gezogen werden. Sie können beispielsweise WhatsApp-Nachrichten von Probanden, sofern diese Ihnen Zugriff darauf geben, analysieren hinsichtlich der Anzahl der Emotionswörter, die diese Personen beispielsweise benutzt haben. Aber diese Verfahren lassen sich eigentlich nicht im Rahmen der Modelle, die wir hier in der Testtheorie-Vorlesung besprechen werden, analysieren. Auf Verhaltensebene können wir dann tatsächliche Tests durchführen. Diese werden häufig wie auch die Fragebögen eben schriftlich vorgelegt. Der Unterschied zwischen den Tests und den Fragebögen besteht darin, dass wir bei Tests wissen, welches die richtigen Antworten sind. Denken Sie an Intelligenztests beispielsweise. Dort gibt es richtige und falsche Antworten im Gegensatz zum Fragebogen, wo man eben nach Einstellung fragt. Wir können Verhalten mit apparativen Verfahren messen. Da müssen Sie irgendwie auf irgendwelche Tasten drücken beispielsweise, um Nervenleitfähigkeiten festzustellen. Es gibt sogenannte nicht reaktive Verfahren, also wenn Sie das Gefühl haben, dass durch soziale Erwünschtheit die Probanden keine reelle, echte Auskunft über ihre Einstellung geben, dann können Sie sogenannte nicht reaktive Verfahren einsetzen. Da wäre die Lost-Letter-Technik als Beispiel zu nennen. Das heißt, Sie verlieren Briefe an irgendeinem belebten Platz. Die sind nicht frankiert, mit unterschiedlichen Adressen versehen, beispielsweise einmal an den Lions Club, einmal an das Sozialamt. Und dann können Sie zählen, wie viele dieser Briefe tatsächlich dann ankommen, jeweils natürlich an eine fiktive Adresse, die Sie selber vorgegeben haben. Und sehen dann eben die Hilfsbereitschaft der Bürger, ob diese vielleicht abhängt davon, wer denn der Adressat ist. Und man würde davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich Briefe an das Sozialamt eher abgeschickt werden als Briefe an den Lions Club. Dann gibt es projektive Verfahren oder reaktionszeitgestützte Verfahren. Der implizite Assoziationstest wäre ein Beispiel für ein reaktionszeitgestütztes Verfahren, wo es im Prinzip darum geht, Zeiten zu messen, wie lange eine Versuchsperson benötigt, um eine bestimmte Reaktion zu zeigen. Und diese Zeit soll eigentlich Aufschluss darüber geben, wie die Merkmalsausprägung dieser Person aussieht und nicht die Antwort selber. Man könnte sich vorstellen, auch an Verfahren zur Messung der emotionalen Klarheit. Sie geben Probanden Emotionswörter am Computer vor, diese sollen sie eben bearbeiten, sollen ablehnen oder zustimmen. Und es ist eigentlich irrelevant, welche Emotionen die Probanden gerade angeben, wie häufig sie sie haben oder ob sie sie gerade aktuell haben, sondern viel relevanter ist, wie schnell die Versuchspersonen auf die Einblendung der jeweiligen Emotionswörter reagieren können. Und je schneller die Probanden dies können, umso klarer sollen sie sich hinsichtlich ihrer Emotionen eigentlich sein. Dann kennen wir physiologische Erhebungsmethoden, zentralnervöse Aktivität, autonome Aktivität, somatische Aktivität und hormonelle Aktivität. Da haben wir Experten im Haus, die sich viel besser mit diesen Verfahren auskennen als ich selber. Da möchte ich eigentlich nichts dazu sagen weiter, außer dass diese natürlich auch als biologische oder physiologische Korrelate herangezogen werden können, menschliches Erleben und Verhalten zu messen. Für uns relevant vor allem sind aus dem ganzen Kanon der Methoden, die wir in der Psychologie
zur Verfügung haben, um menschliches Erleben und Verhalten zu messen, sind zum einen die Tests, als Leistungstests beispielsweise, oder die Fragebögen als zweite Variante, denn diese können Sie anhand der Methoden, die wir im Verlaufe dieses Semesters kennenlernen werden, dann auch tatsächlich analysieren und können feststellen, ob die Materialien, die Sie dem Probanden vorgeben, der Test oder der Fragebogen, tatsächlich das messen, was Sie messen sollen und ob Sie das hinsichtlich der angenommenen Form des Zusammenhangs auch tatsächlich tun. Also wie Sie vom Antwortverhalten der Probanden auf das psychische Merkmal schließen können. Also in der psychologischen Diagnostik, sei es in der Diagnostik bei Patientinnen und Patienten, aber auch wenn wir die Forschung als diagnostischen Prozess auffassen, ist es wichtig, möglichst adäquat zu arbeiten. Denn wir wollen Merkmalsausprägungen von Menschen erfassen, um eben wichtige psychologische Fragen beantworten zu können, beziehungsweise Entscheidungen treffen zu können. Das kann zum einen höchst relevant sein für die Probanden sofort, unmittelbar. Es geht um die Diagnose von psychischen Störungen. Vielleicht muss eine Patientin, ein Patient sofort eingeliefert werden. Es besteht Suizidgefahr. Das muss verlässlich und sorgfältig diagnostiziert werden. Erziehungsprobleme genauso als mögliche Hindernisse einer besonders guten Entwicklung von unserem Nachwuchs oder Entwicklungsverzögerungen, Problemen, muss sich die Art der Beschulung beispielsweise ändern. Wer eignet sich denn für einen bestimmten Beruf? Wer soll ausgewählt werden aus der Gruppe der Personen, die sich auf eine Stelle beworben haben? In der Forensik war die Person zurechnungsfähig beispielsweise. Aber auch Potenziale, wie sieht das denn aus? Ist das Kind tatsächlich schulreif? Besteht es den Schuleingangstest? Besteht ein spezifischer Förderbedarf oder liegt eine besondere Eignung vor? Das sind wichtige Merkmale, die Sie vor Schulbeginn tatsächlich wissen sollten. Und natürlich in der Forschung, wenn wir beispielsweise die Extraversion messen, dann wollen wir sie möglichst zuverlässig messen und wir wollen sie möglichst valide messen. Die Messungen sollen gültig sein, Sie wollen die Extraversion und nichts anderes messen. Und so weiter und so fort. Die Liste lässt sich eigentlich beliebig fortsetzen. Die Erfassung der Konstrukte, der Merkmale, das kann sein, dass wir den momentanen Zustand beschreiben wollen oder aber auch Entwicklungsprognosen tätigen wollen und jeweils sind zumindest in der Praxis, bei den Fällen der psychischen Störung, der Erziehungsprobleme, Entwicklungsverzögerungen, Eignung, sind doch häufig weitreichende Konsequenzen damit verbunden, sodass wir als Psychologinnen und Psychologen in der Pflicht stehen, möglichst zuverlässige Aussagen auch tatsächlich zu machen, diagnostisch valide, diagnostisch sorgfältig zu arbeiten. Und um das zu können, benötigen Sie einige formale Kenntnisse, die Sie dann später heranziehen können, um zu beurteilen, ob psychologische Tests, psychologische Verfahren sinnvoll sind, adäquat sind, zutreffend sind oder eben nicht. Und vor allem benötigen Sie diese Kenntnisse aber auch, wenn Sie selber Tests produzieren möchten. Das sind eben dann auch genau die Ziele dieser Veranstaltung. Ich möchte, dass Sie methodische und psychometrische Grundlagen diagnostischer Verfahren erlernen von Tests und Fragebögen. Also wie komme ich vom Antwortverhalten eigentlich tatsächlich zur Merkmalsausprägung? Das ist die Kernfrage, nach welcher Vorschrift, formalen mathematischen Vorschrift, kann ich vom Antwortverhalten auf das mich eigentlich interessierende psychische Merkmal schließen. Wäre dies keine Online-Veranstaltung, hätten wir auch Anwendung der Grundlagen in Übung. Das entfällt zum einen, weil es eine Online-Veranstaltung ist, zum anderen, weil diese Veranstaltung extra außercurricular angeboten wird. Und Sie sollen in der Lage sein, selber eigentlich diagnostische Verfahren entwickeln zu können für psychische Eigenschaften, bei denen noch keine diagnostischen Verfahren vorliegen.
liegen oder aber wenigstens auch in der Lage sein, zu evaluieren, beurteilen zu können, ob ein vorliegender Fragebogen, ein vorliegender Test überhaupt sinnvoll eingesetzt werden kann, das zu messen, was er behauptet zu messen. Grob gesagt könnte man sagen, wir müssen wissen, was einen guten Test, einen guten Fragebogen auszeichnet, neben den psychometrischen Grundlagen, eben was ist wichtig, dass ein Test sinnvoll ist. Wir unterscheiden bei der Sinnhaftigkeit, bei der Güte psychologischer Tests zwischen drei Hauptkriterien: Objektivität, Reliabilität und Validität und sieben Nebenkriterien: Skalierung, Normierung, Testökonomie, Nützlichkeit, Zumutbarkeit, Unverfälschbarkeit und Fairness. Die Objektivität liegt dann vor, wenn die Auswertung des Tests nicht davon abhängt, wer ihn auswertet, und wenn auch die Durchführung des Tests keinen Einfluss auf das Ergebnis der Testung hat. Das ist irrelevant, ob die kleine Erna von Lisa Müller oder Markus Meier getestet würde. Dann hätten wir eine Durchführungsobjektivität. Natürlich zu erreichen mit einer hohen Standardisierung. Es ist auch irrelevant, wenn denn mal die Antworten von Erna vorliegen, ob Markus Meier oder Lisa Müller diese auswerten. Tests müssen reliabel sein. Das heißt, dass wir eine möglichst zuverlässige Messung desjenigen haben, was wir da gerade messen, der Sache, die wir da gerade messen, haben, und dementsprechend relativ wenig Messfehlereinflüsse, relativ wenig Zufallsschwankungen. Man kann sich das auch so vorstellen, dass wir im Sinne der klassischen Testtheorie eine Person zunächst einmal mit unserem Test messen. Wir notieren das Testergebnis. Wir stecken diese Person in der Zeitmaschine, fliegen wieder zurück zu Beginn der Testung, machen noch eine Gehirnwäsche, dass sie die Testung auch vergisst, und machen den Test nochmal. Und das Ganze wiederholen wir unendlich oft. Dann wäre der Test hochreliabel, wenn stets das gleiche Ergebnis herauskäme. Wenn also wenig Schwankungen über die einzelnen unendlichen Vorgänge auftreten würden, dann hätten wir einen hochzuverlässigen Test. Er kommt immer zum selben Ergebnis. Wichtig ist, dass die Definition der Reliabilität in diesem Moment beinhaltet. Also wir müssen uns in die Zeitmaschine setzen, wir müssen eine Gehirnwäsche machen, damit die Versuchsperson in genau den gleichen inneren Zustand wieder gelangt, wie sie vor der Testung bereits war. Und dann können wir eben sehen, wie stark die Werte schwanken über die Messungen. Und je stärker sie schwanken, umso unreliabler ist der Test. Jetzt wissen wir hoffentlich, dass der Test zuverlässig etwas gemessen hat. Die Frage ist, naja, was hat er denn da gemessen? Und das ist die Frage der Validität. Sind die Messwerte aussagekräftig im Hinblick auf das Konstrukt, auf das psychische Merkmal, was wir eigentlich messen wollten? Also misst der Test das, was er messen soll. Ohne Objektivität eigentlich keine Reliabilität, denn wenn das Testergebnis davon abhängt, wer die Testung durchführt, würde das Zufallsschwankungen beinhalten. Und wenn wir nicht zuverlässig etwas messen, dann messen wir auch irgendwas, aber nicht das Konstrukt, was wir eigentlich messen möchten. Die sieben Nebengütekriterien für psychologische Tests sind die Kriterien der Skalierung. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art Vorschrift, wie wir die Werte denn eigentlich messen sollen. Also, die Frage ist, welche Skala unseres Messwertes liegt denn eigentlich vor? Dann sollte der Test normiert sein. Das heißt, wir sollten eine Bezugsnorm haben, anhand derer wir die Werte, die der Proband, die Probandin liefern, auch tatsächlich
einordnen können. Also, was bedeutet denn ein Wert von 3? Ist das viel oder wenig? Und dazu brauchen wir eine Normpopulation, um entscheiden zu können, ob viele oder wenige Versuchspersonen diesen Wert eigentlich erreichen. Also, wenn man so möchte, ist der IQ normiert, Mittelwert von 100, Standardabweichung von 15, und dann wissen wir, dass ein IQ von 130 oder höher doch recht wenige Versuchspersonen oder Personen in der Bevölkerung erreichen, knapp 2%. Der Test sollte auch ökonomisch sein, also sollte nicht zu viele Ressourcen beanspruchen. Also sollte nicht zu lang sein. Der Test sollte nützlich sein. Sie sollten etwas vorhersagen können. Der Test sollte zumutbar sein, also die Probanden nicht über Gebühr beanspruchen. Er sollte unverfälschbar sein und er sollte fair sein. Er sollte nicht bestimmte Bevölkerungsgruppen bevorzugen im Vergleich zu anderen, sondern sollte tatsächlich existierende Unterschiede aufzeigen und nicht künstliche Unterschiede aufzeichnen, weil beispielsweise Wissensfragen vielleicht mehr Inhalte transportieren, die typischerweise von Jungs gemocht werden, dann sollte dieser Test Jungs leichter fallen, obwohl Jungs nicht intelligenter sein dürften oder sollten als Mädchen, sondern halt keinen Vorteil haben. Was ist nun ein psychologischer Test genau? Gibt es mehrere Definitionen. Für uns relevant ist entweder die Definition von Kraut, dass ein psychologischer Test aus einer Menge von Reizen mit den zugehörigen zugelassenen Reaktionen besteht. Das heißt, wir haben eine Menge von manifesten Variablen vorliegen. Es gibt eine Vorschrift, eine Skala, die den Reaktionsmustern der manifesten Variablen Ausprägung auf einer oder mehrere latenter Variablen zuordnet. Was heißt das? Das heißt, wir haben die Antworten auf der einen Seite, die die Probanden liefern. Das können wir messen, manifeste Variablen. Das reicht uns aber nicht. Wir wollen nicht die 100 Items vom Extraversionsfragebogen als solche alle anschauen. Wir wollen wissen, wie extravertiert ist die Versuchsperson. Das heißt, wir müssen die 100 Items kombinieren in ihrem Antwortverhalten, in ihrem Reaktionsmuster. Wir brauchen also eine Vorschrift, wie wir aus diesen 100 Antworten einen Wert für die Extraversion machen können. Und es ist wichtig, dass wir diese Skala genau definieren, damit eben aufgrund des Reaktionsmusters, egal wer sich das Reaktionsmuster anschaut, es immer zur gleichen Abschätzung der Extraversion kommt. Oder die Definition von Lienert von 1969. Da ist ein Test ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über den Grad der individuellen Merkmalsausprägung. Also hier sehen Sie auch, es gibt ein Routineverfahren, es gibt irgendwie Vorschriften, es gibt Dinge, die alle gleich machen müssen. Wieder ein oder mehrere latente Variablen, eben Persönlichkeitsmerkmale wollen wir messen und wir wollen eine möglichst quantitative Aussage wissen. Wir wollen wissen, wie viel oder wie wenig Extraversion beispielsweise bei einer Person vorliegt. Wichtig ist, dass beiden Definitionen der Reiz zugrunde liegt. Also wir geben Fragen oder Aufgaben vor und auf diese sollen die Probanden dann eine Reaktion zeigen. Also wir wollen merkmalsrelevantes Verhalten provozieren. Ein ganz simples Beispiel wäre natürlich, wir wollen wissen, was ist die Lösung von 2 plus 2? Natürlich, das wissen Sie alle, das ist 4. Jetzt gibt es Reaktionsformen, also das, was die Probanden tatsächlich sagen können. Das heißt, das Verhalten muss registriert werden und kategorisiert bzw. kodiert werden. Also die Reaktionsform könnte sein falsch oder richtig. Für richtig gibt es nur eine Möglichkeit, was Sie sagen können, nur ein Verhalten, was Sie zeigen können, nämlich 4.
das Verhalten 1, 2, 3, 5, 6 oder irgendeine andere natürliche Zahl zu nennen, wird gemeinsam kodiert, als falsch wird gleich kategorisiert. Das heißt, wir haben Reaktionsformen, eine richtige Antwort geben, eine falsche Antwort geben, obwohl wir in diesem Beispiel eigentlich unendlich viele Verhaltensarten oder unendlich viele Verhalten zeigen könnten. Dann brauchen wir ein Modell, eine Skala, wir brauchen eine Skalierung, wie wir von dem, was die Probanden gesagt haben, auf das eigentlich interessierende Merkmal schließen können. Also die beobachtbaren Reaktionen, unsere Reaktionsformen, müssen mit dem latenten Merkmal, mit der uns interessierenden Persönlichkeitseigenschaft in Verbindung gebracht werden. Wir wollen also wissen, haben wir eine geringe oder eine hohe Merkmalsausprägung vorliegen. In diesem Beispiel könnte es jetzt Intelligenz sein, von mir aus auch mathematische Intelligenz. Dann hätten wir hier in diesem Beispiel 6 Items vorgegeben und wir würden jetzt wissen wollen, wie müssen wir denn das Antwortverhalten, die Reaktionsformen unserer Probanden umformen, wie können wir diese mit einem statistischen Modell, mit einer Skala so verarbeiten, dass wir letztendlich Aussagen über die Intelligenz der Personen erhalten können. Und dort haben wir im Prinzip 4 verschiedene Varianten, die möglich sind. Diese Varianten der psychometrischen Modelle lassen sich klassifizieren anhand der Art der Variablen, die sie betrachten. Zum einen können wir uns zunächst anschauen, welcher Art denn die latenten Variablen sein könnten. Die latenten Variablen könnten kategorial sein, also entweder unterschiedliche Qualitäten. Das wäre, ist ein Liebhaber der schönen Künste oder ist eine sportinteressierte Person. Das ist das eine nicht besser als das andere und das eine nicht mehr als das andere. Oder wir könnten sagen, eine Person hat wenig mathematisches Verständnis, mittelmäßiges mathematisches Verständnis, ist eine mathematische Könnerperson. Dann hätten wir eine Ordnungsstruktur in der kategorial latenten Variable. Oder, und das ist das, was uns in der Psychologie doch am häufigsten begegnet, vor allem dann, wenn wir Fragebogendaten uns anschauen, wir haben eine kontinuierliche latente Variable vorliegen. Das heißt, wir haben eine im Prinzip gedanklich eine überhaupt nicht extravertierte Person mit ganz feinen Abstufungen bis hin zu einer hochextravertierten Person. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie sieht unser Konstrukt aus? Ungeordnet kategorial, Liebhaber von Sportveranstaltungen, Liebhaber der schönen Künste, geordnet, kann keine Mathematik, mittelmäßige Mathematik, kann gut Mathematik, oder kontinuierlich von überhaupt nicht bis sehr extravertiert beispielsweise. Das können wir dann, wenn wir dieses Konstrukt haben, müssen wir uns überlegen, wie messen wir denn das Konstrukt? Welche Art sollen denn die beobachtbaren Variablen sein? Also die manifesten Variablen, die können kategorial sein. Mag ich nicht, mag ich. Oder sie können kontinuierlich sein, mag ich überhaupt nicht, mit ganz feinen Abstufungen bis mag ich sehr beispielsweise. Wenn wir jetzt Typen messen wollen, also ungeordnete Kategorien auf latenter Ebene vorliegen haben, der Typ Mensch, der die schönen Künste mag, dann könnten wir das mit einer kategorialen Variable oder mit kategorialen Variablen messen. Wir stellen einfach die Fragen, magst du die schönen Künste? Ja oder nein? Wir stellen die Frage, magst du Sportveranstaltungen? Ja oder nein? Magst du gerne ins Museum gehen? Ja oder nein? Und dann sehen wir anhand des Antwortverhaltens eben, ob diese Person eher den Items, den Variablen zustimmt, die zu den schönen Künsten passen oder vielleicht denen, die zu der Sportveranstaltung passen. Wenn es darum geht zu schauen, ob wir, welche Könnerstufe der mathematischen Kompetenzen vorliegt, könnten wir der Versuchsperson unterschiedlich schwere Aufgaben vorgeben,
mathematische Aufgaben und würde einfach schauen, ob die Aufgaben gelöst wurden oder nicht gelöst wurden. Diejenigen Probanden, die nichts können, die Gruppe der Nichtskönner, sollten nur wenige Aufgaben lösen, vielleicht mal einen Zufallstreffer landen. Die mit den mittelmäßigen Kompetenzen sollten die einfachen Aufgaben sicher lösen oder fast sicher lösen, mal einen Zufallsfehler machen. Die mittelmäßigen sollten sie einen Teil lösen und einen Teil nicht lösen. Bei den schweren Aufgaben sollten sie da eigentlich scheitern, vielleicht mal per Zufall eine lösen. Die Könner sollten sowohl die einfachen als auch die mittelmäßigen mit relativer Sicherheit lösen, vielleicht mal ein paar Zufallsfehler machen und sollten bei den schweren Aufgaben einen guten Anteil lösen können. So sehen Sie, dass diese geordneten Kategorien auf latenter Ebene im Prinzip unterschiedliche Muster an Antwortpattern, an Antwortmustern hervorrufen können, sodass wir dann zuordnen können, naja, welches Muster liegt denn beobachtet vor? Aha, alles falsch, eher eine Nichtkönnerperson, die einfachen gelöst, die mittelmäßigen so ein paar gelöst, die schweren Aufgaben nicht gelöst, mittelmäßige mathematische Kompetenzen, viele Aufgaben gelöst, auch zum Teil die schweren gelöst, das muss eine Könnerperson sein. Jetzt geht es natürlich auch, können Sie auch sagen, naja, das muss ja nicht immer nur gelöst oder ungelöst sein. Es kann ja auch sein, dass eine Person, die sehr musisch interessiert ist, an den schönen Künsten orientiert ist, zwar sagt, dass sie die schönen Künste insgesamt mag, sie geht sehr gerne in Konzerte, geht auch in die Oper, also Kammerkonzert, Oper, geht vielleicht auch gerne ins Theater, aber im Museum hat sie es nicht so. Das heißt, wir würden eigentlich fragen, naja, wie gerne gehst du denn in Konzert, Theater, Museum, Oper und so weiter? Und dann kann die Versuchsperson sagen, nee, überhaupt nicht gerne, ja, mache ich schon manchmal auch, ja, eher gerne, auch mache ich sehr gerne und kann eben dann, so würde man davon ausgehen, dass du kann auch feine Abstufungen zwischen diesen Kategorien nehmen, dann hätten wir eine kontinuierliche beobachtbare Variable, um ein kategoriales Merkmal zu messen, nämlich Art des Interesses. Und dann würden wir erwarten, dass es Probanden gibt, die bei den schönen Künsten eher höhere Werte angeben, auch nicht alle den gleichen Wert, aber tendenziell eher höhere Werte. Vielleicht gibt es aber auch Probanden, die dann eher bei den Sportveranstaltungen höhere Werte angeben, dafür bei den schönen Künsten nicht. Und es gibt die allseits Interessierten, die überall hohe Werte angeben. Das heißt, wir hätten aber für die einzelnen Probanden unterschiedliche Profile bei den kontinuierlichen manifesten Variablen, das heißt, die allseits orientierten würden durchgängig eher hohe Werte haben, natürlich mit ein paar Schwankungen, die musisch interessierten bei den entsprechenden Items hohe Zustimmungswerte, bei den Sportveranstaltungen geringere Werte, die am Sport interessierten vielleicht bei den musischen Werten weniger, dafür bei den Sportwerten etwas höhere Werte. Und dann könnten wir wieder schauen, gibt es diese typischen Muster in den Daten? Und wenn sie vorliegen, können wir die Versuchspersonen eben klassifizieren in Liebhaber, Liebhaberin der schönen Künste, des Sports oder von beidem. Bei den latenten Variablen kann es natürlich auch sein, dass wir kontinuierliche Daten vorliegen haben, dass wir ein kontinuierliches Merkmal vorliegen haben. Intelligenz von sehr wenig intelligent bis sehr stark, sehr hochintelligent sind alle Ausprägungen denkbar, unendlich viele Ausprägungen. Das heißt, eine kontinuierliche latente Variable. Typischerweise erhalten Sie aber in der Messung von Intelligenz Aufgaben im Test vorgelegt, die richtig oder falsch sind. Das heißt, wir haben eigentlich eine kategoriale manifeste Variable zur Messung eines kontinuierlichen Merkmales. Also eine kategoriale manifeste Variable, falsch oder richtig gelöst, zur Messung eines kontinuierlichen latenten Merkmals. Das geht über sogenannte Latent Trait Modelle. Das ist ein größerer Begriff und eine Zusammenfassung von Begriffen. Es gibt auch Autoren, die sagen, das sind eigentlich Modelle der Item Response Theory an dieser Stelle. Was diesen Modellen zugrunde liegt, ist jedoch, dass es eine latente Merkmalsausprägung gibt, die sich auf das Antwortverhalten der Probanden auswirkt. Das kann sie bei kategorialen
Manifestvariablen, erhalten wir so etwas wie Lösungswahrscheinlichkeiten, Zustimmungswahrscheinlichkeiten zu den einzelnen Kategorien. Oder wenn wir eine kontinuierliche manifeste Variable vorliegen haben, dann haben wir so etwas wie einen vorhergesagten, einen erwarteten Wert der Zustimmung für eine Versuchsperson auf das Item beispielsweise. Ich gehe gerne aus. Zur Messung der Extraversion beispielsweise. Hier nochmal etwas deutlicher, was eigentlich gemeint ist. Dieses Datenbeispiel werden wir auch relativ häufig in dieser Veranstaltung nutzen. Wir haben hier 6 Abbildungen von Emotionen. Der Reihe nach A ist Freude, B Überraschung, C Wut, D ist Ekel, E ist Erschrecken und F ist Trauer. Könnte man sich überlegen, naja, vielleicht gibt es Menschen, die sehr gut darin sind, Emotionen zu erkennen. Und es gibt Menschen, die das nicht so gut können. Und vielleicht gibt es aber auch Menschen, denen es leichter fällt, Freude und Überraschung zu erkennen, so die eher positiven oder neutralen Emotionen, die aber bei Wut, Ekel, Erschrecken und Trauer Schwierigkeiten haben, diese auseinanderzuhalten. Das eine ist nicht besser als das andere, sondern es ist qualitativ einfach etwas anderes. Das heißt, wir haben eigentlich eine kategoriale, latente Variable vorliegen und wir hätten zur Messung dieser kategorial latenten Variable eigentlich nur das Verhalten der Probanden. Haben sie die Emotion richtig erkannt oder nicht? Das heißt, es könnte sein, dass wir und notieren können, ob eine Versuchsperson Freude erkannt hat, Überraschung erkannt hat, Wut erkannt hat, Ekel erkannt hat, Erschrecken erkannt hat und Trauer erkannt hat. Wenn sie das alles erkannt hat, dann gehört sie zur Gruppe der Könner, der Menschen mit einer hohen Kompetenz, Emotionen zu erkennen. Es könnte sein, dass es Personen gibt, die Freude und Überraschung gut erkennen können, Wut, Ekel, Erschrecken so einigermaßen erkennen können, Trauer auch so einigermaßen erkennen können. Und es könnte sein, dass es Probanden gibt, die mal so eine oder zwei von diesen Emotionen erkennen, die anderen aber eigentlich nicht erkennen. Das wären so Prototypen. Und wenn Sie viele von diesen Prototypen in den Daten haben, dann müsste herauskommen, dass Sie eine Gruppe, und diese nennen wir dann Klasse in der Latent Class Analyse, das ist also eine Klasse von Könnern gibt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie hohe Erkennungsraten hat, bei den Emotionen. Das ist also so etwas hier wie die bedingte Lösungswahrscheinlichkeit für Personen, die in Klasse 1 sind. In 90% der Fälle kann also eine Person der Klasse 1 Freude erkennen, Überraschung erkennen, Wut erkennen. In der Klasse 2, das wären diejenigen, die Freude und Überraschung erkennen können, Wut, Ekel, Erschrecken, Trauer aber eher nicht. Hier haben Sie also Lösungswahrscheinlichkeiten von Punkt 50. Die sind immer noch besser als die Ratewahrscheinlichkeit. Wir haben 6 Emotionen, das heißt die Ratewahrscheinlichkeit wäre 1 durch 6, doch wesentlich geringer, da liegen Sie bei etwa 16%. Also die erkennen Wut, Ekel, Erschrecken, Trauer schon, aber machen doch in der Hälfte der Zeit Fehler. Wo sie sich sicher sind, ist bei Freude und Überraschung, das schaffen die Probanden gut. Also eine Klasse von Personen, die die positiven Emotionen gut erkennen können, die negativen Emotionen zwar schon erkennen kann, aber doch weniger zuverlässig. In der dritten Klasse, das wären die Klasse von Personen, die da eher schlecht ist in der Emotionserkennung, das wären die, die eben ja, schon überzufällig häufig richtig liegen, aber doch bei jeder Emotion in 70% der Fälle eigentlich einen Fehler machen. Das wäre also relevant für uns zu wissen, ob es diese Klassen in den Daten gibt, ob wir diese Gruppen von Versuchspersonen vorliegen haben und
welchen Anteil, also welche Proportion diese Gruppe insgesamt an der Bevölkerung ausnimmt. Also wie viele Könner gibt es in der Population, wie viele mittelmäßige und wie viele eher schlechte Personen gibt es in der Population, schlecht im Sinne der Emotionserkennung. Vorsicht, keine empirischen Ergebnisse, das sind keine Ergebnisse, die ich aus dem irgendwo gemessen habe, die habe ich mir rein ausgedacht. Zur Kodierung wäre eigentlich die Frage nur, also was müssen wir machen, wenn wir das messen wollen? Wir müssen wissen, müssen die Items vorgeben, also die Fotos vorlegen, fragen, welche Emotionen die Person auf dem Foto zeigt und wir kodieren die Antwort als richtig oder falsch mit 0 oder 1. Dann können wir aber auch sagen, naja, gibt es denn nun Könner oder Nicht-Könner? Das wäre die Sache. Naja, wenn man etwas kann, wäre jetzt die Annahme, dann werde ich bei allem besser. Nicht nur bei einem Teil. Das ist der Unterschied zur Latent-Class-Analyse. Bei der Latent-Class-Analyse kann es sein, dass die Probanden schlecht darin sind, Emotionen zu erkennen. Dann kann es Probanden geben, die einige besser erkennen können, die anderen immer noch gleich schlecht wie die anderen. Und dann sollte es Probanden geben, die alles gut erkennen können oder eben wieder eine Mischung haben. Das erlaubt die Latent-Class-Analyse. Da muss es keine gleichmäßige Beziehung zwischen den Antwortverhalten und der Merkmalsausprägung geben. Bei den Latent-Trait-Modellen, beim probabilistischen Modell, muss es so sein, dass es eine Fähigkeit gibt, Emotionserkennung, und wenn die steigt, dann müssen die Lösungswahrscheinlichkeiten für alle sechs Antwortmöglichkeiten, alle sechs Emotionen auch steigen. Also je besser meine Emotionserkennung ist, desto besser kann ich jede einzelne dieser Emotionen erkennen. Nochmal der Unterschied zur Latent-Class-Analyse. Hier kann es sein, dass es Probanden gibt, die alles können, Probanden gibt, die bei zwei Emotionen genau gleich gut sind, bei den anderen aber schlechter, und Probanden, die gar nichts können, oder jedes andere Muster ist natürlich denkbar. Hier sind nur drei prototypisch ausgewählt. Bei Latent Trait-Modellen hingegen muss es so sein, dass je besser meine Merkmalsausprägung ist, desto besser muss ich bei jedem der Emotionsfotos abschneiden. Ich habe eine Ordnung sozusagen. Man kann von schlecht nach gut laufen in der Emotionserkennung. Man kann von schlechter Emotionserkennung ganz unendlich fein abgestuft bis zur besten Emotionserkennung sozusagen sich entwickeln oder Probanden miteinander vergleichen. Und da ist es so, dass wenn eine Person eine etwas bessere Emotionserkennung hat, dann muss sie auch überall eher in der Lage sein, die richtige Emotion zu erkennen. Jetzt sehen Sie schon, hier geht es darum, Lösungswahrscheinlichkeiten zu modellieren und nicht zu sagen, naja, die Versuchsperson erkennt das Bild mit 4 oder so etwas. Also brauchen wir eine Beziehung zwischen der Emotionserkennung und dem Antwortverhalten, also war das richtig oder falsch, die Lösungswahrscheinlichkeiten abbilden kann und nicht die Werte selber direkt vorhersagen kann. Es gibt nicht Punkt 5 richtig. Entweder habe ich Freude gesagt und es war das Freudebild, oder ich habe etwas anderes gesagt. Ich kann nur Hop- oder Top-Entscheidungen fällen. Es kann nur richtig oder falsch sein und nicht ein bisschen richtig. Das heißt, wir brauchen eine Funktion, eine Vorschrift, die es uns ermöglicht zu sagen, naja, wie verändert denn die Emotionserkennung oder ein Anstieg in der Emotionserkennung die Wahrscheinlichkeit, dass eine Versuchsperson diese Emotion auf dem Foto auch tatsächlich erkennen kann? Und diese Funktion über die Exponentialfunktion liefert genau das gewünschte Ergebnis. Sie müssen jetzt noch nicht verstehen, was die Funktion alles genau beinhaltet. Was die Funktion erzeugt, ist, dass wir eine latente Variable nachher erschließen können, nämlich die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen.
Die kann von sehr schlecht, ja, minus 4, geht noch bis minus unendlich, bis sehr gut, 4 oder plus unendlich reichen. Abgetragen auf der y-Achse ist die Lösungswahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich es ist, dass eine Versuchsperson mit einer bestimmten Ausprägung der Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Versuchsperson das Item Freude, hier die durchgezogene Linie, das Item Freude also als löst, also ein Foto mit einer freudigen Person auch als ein Foto mit einer freudigen Person erkennen kann. Wenn die Versuchsperson über sehr geringe Fähigkeiten, Emotionen zu erkennen, verfügt, sollte sie auch eine sehr geringe Lösungswahrscheinlichkeit haben. Das heißt, die sollten vielleicht ab und zu mal einen Treffer machen, aber eher nicht. Wenn sie eine mittelmäßige Merkmalsausprägung hat, Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, sollte sie vielleicht bei Freude, das ist relativ einfach zu erkennen, sollte sie relativ gut sein, die Freude zu erkennen, relativ häufig freudige Personen erkennen. Hier wäre das beispielsweise mit einer Wahrscheinlichkeit von Punkt 90. Angst zu erkennen ist nicht so einfach. Das heißt, Versuchspersonen mit einer mittleren Merkmalsausprägung haben eine viel, viel geringere Wahrscheinlichkeit, Angst auch richtig zu erkennen. Die liegt bei 0,25 etwa. Wenn wir uns aber Probanden anschauen, die sehr hohe Fähigkeiten haben, Emotionen zu erkennen, dann sind die in der Lage, mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, also mit fast einer Wahrscheinlichkeit von 1, Freude zu erkennen. Das ist für die total einfach. Aber sie können auch gut die Angst erkennen, beispielsweise. Es wäre nicht sinnvoll, eine Funktion anzunehmen, die einen linearen Zuwachs annehmen würde. Denn dann würde etwas Interessantes passieren. Wir hätten vielleicht Probanden mit einer Fähigkeit von minus 4, die eine Lösungswahrscheinlichkeit hätten von 0 Freude zu erkennen. Wir haben aber ein kontinuierliches Merkmal. Das heißt, wir können auch Werte haben, die kleiner sind als minus 4. Und diese Probanden hätten auf einmal eine negative Lösungswahrscheinlichkeit für Fotos mit Personen, die Freude empfinden. Das kann nicht sein. Wahrscheinlichkeiten bewegen sich im Raum zwischen 0 und 1. Genauso wäre es vielleicht so, dass dann die Person mit einer Fähigkeit von 4 Emotionen zu erkennen eine Lösungswahrscheinlichkeit hätten von 1 bei Freude. Wenn sie noch ein bisschen bessere Versuchspersonen finden würden, hätten die auf einmal Lösungswahrscheinlichkeiten, die größer sind als 1. Die können mehr als sicher, sicherer als absolut sicher dieses Item lösen. Das kann es nicht geben. Das heißt, wir brauchen eine Funktion, die sagt, naja, wenn man ganz ungünstige Merkmalsausprägungen hat, hat man sehr, sehr geringe Lösungswahrscheinlichkeiten, aber man kann eben noch einen Zufallstreffer machen. Ganz selten zwar, aber kann mal passieren. Also sozusagen eine Lösungswahrscheinlichkeit von annähernd 0 haben. Je besser die Probanden sind, also je höher ihre Merkmalsausprägung ist, desto sicherer sollten sie die Items, die Aufgaben lösen können. Da brauchen wir also Lösungswahrscheinlichkeiten ganz nah bei 1. Naja, vielleicht macht man mal so zufälligerweise einen Fehler, war ein bisschen unaufmerksam oder so. Also fast 1, aber nicht exakt 1. Und in der Mitte sollte es so sein, dass wir einen Anstieg verzeichnen, also einen stetigen Anstieg. Je besser sie werden, je besser ihre Fähigkeit ist, Emotionen zu erkennen, desto höher ist ihre Lösungswahrscheinlichkeit. Aber eben in der Form, dass wir uns den Grenzen des Wahrscheinlichkeitsraums der 0 und der 1 annähern, diese aber nicht erreichen. Und das ist genau das, was diese Funktion ermöglicht. Hier ist abgetragen die Wahrscheinlichkeit p, das Item yi, beispielsweise Freude, also ein Freudefoto, zu erkennen. Da würden wir die 1 zuordnen. 0, wenn wir es nicht erkennen, aber uns interessiert, wie wahrscheinlich ist es, die Emotion zu erkennen. Also, wie wahrscheinlich ist es, dass wir eine 1 notieren dürfen bei einer Versuchsperson, wenn sie eine bestimmte Merkmalsausprägung vorliegen hat? Also, Eta. Eta wäre die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen.
Der senkrechte Strich in der Mathematik bedeutet gegeben, also wir kennen Eta oder wir treffen eine Annahme über die Ausprägung von Eta, dann interessiert uns dafür, wenn wir das kennen, wie ist das denn dann? Wann sagt sie 1, wie wahrscheinlich, oder wann sagt sie die richtige Lösung, wie wahrscheinlich ist das? Und die Rechenvorschrift ist dann, dass wir uns anschauen müssen, wie ist denn das Eta ausgeprägt? Also wo liege ich bei den Fähigkeiten, die Emotionen zu erkennen? Davon muss ich Alpha I abziehen, Alpha I transportiert die Frage eigentlich, wie schwer oder leicht tun wir uns, bestimmte Emotionen zu erkennen. Das versteckt sich im Prinzip hinter Alpha I. Wir werden es später die Item-Schwierigkeit nennen. Also wie schwer ist das Item, wie schwer ist es im Allgemeinen, Freude zu erkennen oder Überraschung zu erkennen. Und haben wir schon gesehen, Angst beispielsweise ist schwerer zu erkennen, weil die Lösungswahrscheinlichkeiten kleiner sind als bei Freude. Also wir müssen uns anschauen, wie ist denn die Merkmalsausprägung, ziehen davon ab, wie schwer dieses Item ist. Das ist dann unsere Potenz für die Eulersche Zahl, für die Exponentialfunktion. Das Ganze teilen wir durch 1 plus und eben genau diesen Ausdruck nochmal. Und wenn wir das mit dieser Rechenvorschrift wählen, im Prinzip völlig egal, was hier oben steht und hier oben steht, also muss das Gleiche stehen, aber völlig egal, was hier steht, es kommt immer so eine Form hinaus. Immer etwas, was sich unten einer unteren Grenze annähert, so quasi wie so ein Berg auf den Gipfel fährt und der Gipfel ist so knapp unterhalb der oberen Grenze. Das ist das, was diese Exponentialfunktion in dieser Form, also Exponentialfunktion durch 1 plus Exponentialfunktion, immer erzeugt. Und dann wäre die Annahme, naja, das ist unsere Fähigkeit, Emotionen zu erkennen. Das sind die Item-Schwierigkeiten. Wir haben für jedes unserer Items, für jede der Fotografien die gleiche Verbindung. Das heißt, wenn Eta steigt, wenn die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, besser wird, dann muss auch für den Probanden für alle 6 Emotionen eine höhere Lösungswahrscheinlichkeit vorliegen. Die Latent Profile Analysis, das würden Sie so vornehmen, dass Sie sagen, naja, schätzen Sie jeweils bei einer Skala von 0 bis 100 beispielsweise ein, wie Sie sich im Allgemeinen fühlen. Und dann könnte man fragen, sind Sie? Und dann sollen die Probanden sagen, froh, überrascht, wütend, geekelt, erschrocken oder traurig. Und dann könnte es sein, dass Personen sagen, naja, im Allgemeinen bin ich schon froh, na, selten überrascht, selten wütend oder nicht so wütend, selten geekelt, nicht so erschrocken, ach, und auch relativ häufig traurig. Dann kann es eine zweite Gruppe von Probanden geben, die sagen, im Allgemeinen, ja, froh bin ich schon sehr, seltener überrascht, ganz selten wütend, eigentlich auch nicht geekelt, nicht erschrocken, nicht traurig. Aha, dann wäre das eher eine Gruppe, ein Profil, was frohe Personen kennzeichnet. Dieses wäre ein Profil, was ambivalente Personen kennzeichnet. Die sind froh und gleichzeitig irgendwie auch traurig. Im Allgemeinen. Vielleicht wäre das ein Viertel der Bevölkerung, das wären 75% der Bevölkerung. Also Sie sehen, Sie können auch bei kontinuierlich vorliegenden Variablen, gemessenen Variablen, auf Typen schließen. Dieser ambiguide Typ ist qualitativ etwas anderes als der fröhliche Typ. Oder, das wäre die letzte Variante, das wäre die Kombination kontinuierlich. Sie haben auf einer Skala von 0 bis 100, sollen Sie einschätzen, wie Sie sich im Allgemeinen fühlen. Dann würden wir so etwas wie das Wohlbefinden messen wollen. Und dann sollten Versuchspersonen freudig sein, wenig wütend, wenig ängstlich, wenig traurig und vielleicht ein bisschen Überraschung zeigen. Das würden wir abbilden. Über eine mathematische Funktion, wo wir sagen, dass die Versuchsperson zeigt ein bestimmtes Antwortverhalten, zeigt eine Zahl von 0 bis 100. Und das hängt ab von dem sogenannten True Score dieses Items, also was ist die wahre Merkmalsausprägung der Versuchsperson hinsichtlich der Freude, der Wut, der Angst, der Trauer und der Überraschung. Wir machen einen Messfehler, Versuchspersonen
aus irgendwelchen nicht ersichtlichen Gründen geben sie nicht ganz genau das an, was tatsächlich ihre wahre Merkausprägung ist. Wissen das vielleicht noch gar nicht. So, das heißt, jedes Item, das hat einen zugrunde liegenden True Score, eine wahre Merkmalsausprägung für dieses Item und einen Messfehler. Und diesen True Score, den können wir aber nochmal vorhersagen, also den True Score für das Item Freude, den können wir vorhersagen, wenn wir das Wohlbefinden der Versuchsperson kennen. Das wäre hier unsere Variable Eta. Also der True Score ist ein Intercept plus ein Ladungskoeffizient mal Eta mal dem Wohlbefinden. Und ganz zum Schluss kommt noch der Messfehler dazu. Das ist der gleiche Messfehler, den wir auch schon beim True Score hatten. Und dann sehen Sie aber, dass wir von 0 bis 100 Werte vorhersagen für die Probanden und dass die Probanden von überhaupt nicht wohlgestimmt bis zu sehr wohlgestimmt sich unterscheiden können. Eta kann Werte von minus unendlich bis plus unendlich annehmen, wenigstens in der Theorie. Diese unterschiedlichen psychometrischen Modelle werden wir uns in der Veranstaltung Testtheorie im größeren zweiten Teil anschauen. Wir werden uns Modelle der Latent Trait Analysis anschauen, also Modelle der klassischen Testtheorie und vor allem Modelle, probabilistische Modelle der Latent Trait Theorie, sogenannte Item-Response-theoretische Modelle. Das sind die beiden wichtigsten Modelle, die wir in der Psychologie bei der Testkonstruktion und Testtheorie haben.